war dann das Gefühl, als der Anruf von der DKMS kam mit der Botschaft, dass du Spender bist? Also am Anfang war ich erstmal nur überrascht, weil das schon 13 Jahre her war, dass ich mich habe registrieren lassen. Und da war ich gar nicht so sehr aufgeregt. Aber je konkreter es dann wurde, also da kamen noch ein paar Gespräche hinterher und Untersuchungen. Und als mir dann klar war, was das auch bedeutet und für eine Verantwortung ist, da war ich dann schon nachher aufgeregt. Und je dichter das an den Termin kam, desto mehr hat mich das auch tatsächlich innerlich beschäftigt. Aber am Anfang war, wie gesagt, einfach mehr so die Überraschung, ach ja, da war doch was, weil das schon so lange her war. Und wie ist das Ganze abgelaufen, kurz und knapp zusammengefasst? Also wenn alle Untersuchungen abgeschlossen sind, dann muss man einen Tag noch untersucht werden vorher und man geeignet ist, dann kriegt man einen entsprechenden Termin für 2 Tage, man muss sich ein paar Tage vorher ein Medikament verabreichen und dann werden die Stammzellen des Blut ausgewaschen und dann wird in einem technischen Gerät, das sieht aus wie ein Dialysegerät, kriegt man einen Schlauch hier rein, einen Schlauch da rein, liegt dann so 4 bis 5 Stunden dort und dann werden diese Stammzellen aus dem Blut ausgewaschen. Also völlig unproblematisch, nicht schmerzhaft, man muss nur eben ein bisschen Geduld mitbringen. Und was kannst du allen Menschen mit auf den Weg geben, die vielleicht überlegen, sich aufdialysieren zu lassen? Letztendlich jeder, der dazu in der Lage ist und der gesund ist, sollte das auf alle Fälle machen. Das ist aus meiner Sicht erste Bürgerpflicht. Wir sind alle zur Erste-Hilfeleistung verpflichtet per Gesetz. Und das ist letztendlich auch eine Form von Erste-Hilfeleistung. Wenn nichts Gesundheitliches dagegen spricht, kann man damit, wenn es gut läuft und Glück, wenn jemand Glück hat, einem anderen das Leben retten.